Hi, mein Name ist Markus und ich heiße euch willkommen auf TechTracks HD. Und somit grüße ich euch hier auf TechTracks HD zu einer neuen Videoreihe. Und heute präsentiere ich euch im ersten Teil die Planung des neuen Selbstbau NRS 2020. Wie bereits im Einführungsvideo erwähnt, basiert der neue NRS auf der Ryzen-Technik. Wieso, weshalb, warum, erfahrt ihr in diesem Video. Daher würde ich sagen, ihr lehnt euch wieder zurück und ich lege sofort los. Bevor wir mit der Planung beginnen, möchte ich kurz erläutern, was ein NRS ist und warum ich ihn überhaupt selber baue. Ein NRS ist ein Network Attached Storage. NRS-Systeme werden vor allem dann eingesetzt, um Daten für mehrere Teilnehmer in einem Netzwerk zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise zentralisiert Massenspeicher netzwerkseitig bereitzustellen. Ein NRS kann aber auch deutlich mehr. Es können Dienste wie beispielsweise Medienserver installiert werden, wodurch Smart TVs und Co. auf Musik, Bilder und Videos zugreifen können. Nur warum baue ich einen NRS selber? Die Frage ist leicht zu beantworten. Flexibilität und mehr fürs Geld. Für gut 1000 Euro lassen sich deutlich mehr realisieren als bei einem Fertig-NRS. Wichtig ist das Betriebssystem, welches ausgewählt wird. Aber auf dieses Thema gehen wir jetzt im Planungsteil ein. Der letzte Selbstbau-NRS war ein System, welches ich für mich selber gebaut habe. Dieses Mal wird es etwas anders sein. Der NRS wird sich eher an die Allgemeinheit richten. Noch konkreter bedeutet das, dass beispielsweise die Festplattenbestückung auf ein Minimum reduziert ist. Das Minimum stellt in diesem Fall 3 1-Terabyte Festplatten dar. Also wenn ihr euch diesen NRS nachbauen wollt, könnt ihr die Festplattenbestückung nach euren Maßstäben gestalten. Die restliche Hardware, welche ich im zweiten Teil dieser Videoreihe präsentieren werde, kann so verwendet werden. Einen NRS im Jahr 2020 zu bauen, ermöglicht eine ganz andere Herangehensweise. Der letzte NRS basierte auf einer Intel-Plattform. Jene Plattform war leider sehr limitiert. Dieses Mal werde ich mit der AMD-Plattform eine deutlich flexiblere Grundebene erstellen. Die AMD-ARM4-Systeme ermöglichen eine leichte zukünftige Aufrüstung. Mit der Wahl des AM4-Sockels setze ich auch dieses Mal auf eine x86-Architektur. Jene Architektur bietet die erforderliche Rechenleistung, denn ich möchte nicht nur einen Datenroboter oder Medienserver aufbauen, welchen wir mit Plex realisieren werden, sondern auch Technologien der Virtualisierung zeigen. Heutige NRS-Systeme bieten deutlich mehr Funktionsumfang als noch vor einigen Jahren. Die Wahl des Betriebssystems spielt dabei eine große Rolle und was mitunter der Grund ist, warum wir uns von FreeNAS distanzieren werden. Der Grund, warum der Selbstbau-NRS 2020 nicht auf FreeNAS setzen wird, ist die schlechte Einsteigerfreundlichkeit und unübersichtliche Administration. Wie bereits im Ankündigungsvideo erwähnt, setze ich dieses Mal auf 2 Betriebssysteme. Im Teil 4 und 5 dieser Videoreihe werde ich Unraid und Open Media World als Betriebssystem zeigen. Unraid ist ein kostenpflichtiges Betriebssystem, welches bei einer Festplattenbestückung von 6 ca. 59 US-Dollar kostet. Traditionelle Home-NRS-Systeme sind meistens nicht mit mehr als 6 Festplatten bestückt. Unraid bietet eine sehr übersichtliche und somit auch aufgeräumte Benutzeroberfläche und richtet sich dabei vor allem an Einsteiger. Dennoch bietet dieses Betriebssystem genug Features, um auch die Pros unter euch auf ihre Kosten kommen zu lassen. Mit Unraid werden wir uns vor allem die Thematik der Virtualisierung und den Containern genauer anschauen. Für alle unter euch, die sagen, ich möchte aber gar keine 59 US-Dollar ausgeben, werde ich mit Open Media Vault eine kostenlose Alternative präsentieren. Der Selbstbau NRS 2020 ist nicht zwingend mit der Idee, einen möglichst kostengünstigen NRS zu realisieren, entstanden. Dennoch bietet dieser NRS weit mehr Rechenleistung, Aufrüstungsmöglichkeiten und Flexibilität als ein NRS von der Stange. Kostet dabei aber zwingend nicht mehr. Bei der Planung dieses Selbstbau-NRS bediente ich mich an Hardware-Komponenten, welche sich noch in meinem Lager befinden. Konkret handelt es sich dabei um das Gehäuse und den Netzteil des Selbstbau-NRS 2017. Im Jahr 2019 spendierte ich meinem letzten Selbstbau-NRS ein neues Gehäuse, welches ich auch in einem Video präsentierte. Wenn ihr dieses Video noch nicht gesehen haben solltet, dann habe ich euch das oben in der Infobox verlinkt. Dementsprechend ist das alte Fractal Design Node 804 Gehäuse wieder das Maß aller Dinge. Damals bestückte ich das Gehäuse mit insgesamt 6 Be Quiet Silent Rings 3 Highspeed Lüftern. Jene Lüfter lasse ich natürlich verbaut. Ich werde euch in Teil 3, wo wir den Selbstbau-NRS 2020 bauen werden, Ausschnitte aus dem Bauvideo der letzten Videoreihe zeigen, sodass ihr sehen könnt, wie die Lüfter montiert werden. Da wir das bereits gebrauchte Gehäuse verwenden werden, ist es natürlich logisch, dass es nicht unbedingt so taufrisch aussehen sollte wie zum Anfang. Es ist aber in keinerlei Hinsicht defekt. Für diese Videoreihe verwende ich das Netzteil des alten Selbstbau-NRS, welches nicht mehr im Handel verfügbar ist. Dementsprechend werde ich euch das Nachfolgermodell verlinken, welches technologisch weit fortgeschrittener ist
aber sich preislich nicht unterscheidet. Im Verhältnis zum letzten Selbstbau-NAS werden wir dieses Mal eine SSD verbauen. Jene SSD wird unter Unraid als Cache benötigt. Der Cache dient zur Performance-Steigerung des NAS. Das Betriebssystem selber wird wieder auf einem USB-Stick installiert. Das andere Betriebssystem Open Media Vault wiederum darf unter keinen Umständen auf einem USB-Stick installiert werden. Hinzu kommt, dass jenes Betriebssystem nicht zwingend auf einen Cache-Speicher angewiesen ist und wir sowieso gezwungen sind, das System auf der SSD zu installieren. Dementsprechend können wir die verbaute SSD für den einen oder anderen Zweck verwenden. Lediglich der USB-Stick fällt bei Open Media Vault weg. Wie ihr seht, geht der Selbstbau-NAS 2020 in eine etwas ganz andere Richtung, soll jetzt nicht bedeuten, dass dieses Projekt sich komplett von dem vorherigen Projekt unterscheidet, sondern sich eher in die Richtung eines Home-Servers entwickelt, dabei die Funktionalität eines klassischen NAS nicht außer Acht lässt. Damit würde ich sagen, dies war mein Planungsvideo des Selbstbau-NAS 2020. Im zweiten Teil dieser Videoreihe werde ich endlich die Katze aus dem Sack lassen und euch präsentieren, welche Komponenten zum Einsatz kommen. Wenn ihr dieses Video nicht verpassen wollt, so hinterlasst doch gerne ein kostenloses Abo. Und wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, so zeigt dies gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn ihr mit mir oder der TechTracks HD Community euch über Computer, Server, NAS-System und viel mehr unterhalten wollt, dann joint auf unseren Discord-Server. Den Link zu unserem Discord-Server findet ihr in der Videobeschreibung. Ansonsten bedanke ich mich bei euch fürs Einschalten und wir hören und sehen uns im nächsten Video wieder. Macht es gut!